Name ist Elisabeth Lang. Ich habe ein Buch, ein Kinderbuch geschrieben über den Räuber Kneißl. Meine Kollegin, die Ruth Strähuber, hat es illustriert. Kneißl, der Räuber mit den gelben Schuhen. Zu dem Thema bin ich gekommen durch einen Familientag, den ich fürs Brucker Forum gemacht habe vor ein paar Jahren. Dann, je mehr ich darüber gelesen habe, über den Kneißl, desto spannender fand ich das, auch umso frustrierender teilweise. Und ich habe dabei auch festgestellt, also zum einen gibt es diese romantisierenden Darstellungen von ihm als bayerischen Robin Hood, was er definitiv nicht war, oder dann auch diese Nachreden als Polizistenmörder. Und da muss man halt dann gucken, wo die Wahrheit tatsächlich zu finden ist. Und für Kinder gab es aber gar nichts, was man auch verstehen kann, weil es ja nicht diese romantische Geschichte ist wie beim Räuber Hotzenplotz. Gerade so im Hinblick auf Kinder und Jugendliche fand ich es zum Beispiel interessant, dass 1886, als die Kneißls in die Schachmühle umgezogen sind, Coca-Cola erfunden wurde. Oder in dieser ganzen Zeit bis zur Jahrhundertwende, zum 20. Jahrhundert, sind die ganzen großen Fußballclubs in Deutschland und europaweit entstanden. Karin Adumeit, Leitung vom Sprint e.V. und neben mir sitzt der Herr Fock, das ist Vorstand und Gründungsmitglied vom Sprint e.V. Mhm. Und wir sind eben für die Resozialisierung im Landkreis zuständig, kommen aus dem Bereich des Jugendstrafrechts, also haben angefangen 1996 mit Sozialstundeneinteilung und allem, was dazugehört, haben jetzt so über die Jahre unser Angebot deutlich erweitert. Ja, und zum Kneißl jetzt. Er ist in eine schwierige Familie hineingeboren worden, 1875 in Unterwalkertshofen. Seine Mutter hatte italienische Wurzeln und die hatten von Anfang an mit Vorurteilen zu kämpfen. Therese Pascolini, das war ein Mädchennamen, der Bruder ist schon als Räuber erschossen worden. Und von daher waren die Vorurteile da in der Familie und die wurden auch übertragen dann auf die Kinder von den Kneißls. Und ja, es war dann so, dass die sind dann umgezogen 1886 in die Schachmühle und 1892 wurden die Eltern nach dem Kirchenraub, der Vater kam ums Leben und die Mutter wurde inhaftiert und die fünf Kneißl-Kinder blieben alleine in der Schachmühle zurück. Da hat das Bezirksamt Dachau versäumt, einen Vormund zu bestellen. Und der jüngere Bruder, der Alois, der hat dann mit zwei Kumpanen einiges an Raubüberfällen schon begangen und ist mit der Pistole des Vaters durch die Gegend gezogen und hat die Umgebung auch tyrannisiert. Und es kam dann letztendlich zu einer Schießerei. Der örtliche Gendarm, der dem Kneißl, dem Matthias, eher wohlgesonnen war, der kam zur Schachmühle und wollte kontrollieren, was los ist. Und dann hat der Alois in irgendeinem Anfall zu schießen angefangen und die beiden Brüder sind dann weggelaufen. Und nach der Inhaftierung, die wurden natürlich gefasst, da war es dann so, dass der Alois zugegeben hat, dass sein Bruder nicht an dieser Schießerei beteiligt war. Aber auch Matthias Kneißl wurde dann zu beinahe 6 Jahren Haft verurteilt. Und da denke ich mir jetzt zum einen, das ist so eine Situation, wo, also man weiß nie, wie sich ein Leben entwickelt hätte, aber wenn der 100 Jahre später gelebt hätte, hätte er wahrscheinlich eine andere Chance gehabt, weil ich denke, heute werden keine Kinder mehr sich selbst überlassen, zumindest nicht bei uns in Deutschland. Und es wird halt ein Vormund bestellt, das wurde alles nicht gemacht und auch das Jugendstrafrecht, also da kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber ich denke, da hat sich doch einiges getan. Und er hätte auch übrigens die Chance gehabt, bei einem Onkel in München zum Arbeiten anzufangen, aber er musste seine Strafe bis zum letzten Tag absitzen. Also er bekam keine mildernden Umstände und auch Therese Kneißl, die hatte 2 Gnadengesuche beim Prinzregenten eingereicht und die wurden alle abgelehnt. Und da wollte ich jetzt mal fragen, wie das bei Ihnen so ist mit Sprint. Und genau, jetzt so zum Räuber Kneißl hätte es ganz viele Ansatzpunkte gegeben, wo mir jetzt auch so auf den ersten Blick auffällt, dass man anfangen könnte. Tatsächlich, wir machen ja auch Angebote zum Beispiel für Mütter, für Erziehende. Also hätte man letztlich schon die Mutter auch natürlich unterstützen können, als sie dann alleine mit den Kindern dastand. Und da auch sicherlich heutzutage das Jugendamt mehr eingebunden in die Unterstützung, damit die Familie einfach von Anfang an schon bessere Möglichkeiten gehabt hätte, dann auch die Kinder entsprechend zu fördern und
voranzubringen. Und wenn man den Matthias selber anschaut, da war ja, was ich dann bei Ihnen gesehen hatte und auch im Vorfeld ein bisschen recherchiert hatte, schon eine Arrest wegen Schulversäumnissen, glaube ich. Genau, 91, da war er gerade 13. Genau, und das gibt es ja heutzutage quasi auch noch. Also heutzutage sind Schulversäumnisse eine sogenannte Ordnungswidrigkeit. Und da gibt es ein Bußgeld. Wenn dieses Bußgeld nicht gezahlt wird, gibt es immer noch die Möglichkeit, dass ein Jugendlicher oder Heranwachsender einen Arrest absitzen muss. Wir mit dem Jugendamt zusammen versuchen aber zum Beispiel auch da das zu vermeiden, weil die jungen Leute dann auch die Möglichkeit haben, gemeinnützige Arbeit zu leisten, statt eben diesen Arrest absitzen zu müssen und da einfach natürlich eine gewisse Tagesstruktur bekommen, was Sinnvolles für die Gesellschaft tun und eben nicht dann einfach eine Woche oder zwei Wochen hinter Gittern sitzen. Wobei das ja gar nicht die normale Schule war, in Anführungszeichen. Das war die Sonntagsschule, die damals noch üblich war. Die war in der Regel 2 Jahre und der Pfarrer von Sulzimos hat dem Kneißl noch ein drittes Jahr mit extra verordnet, weil er halt dann gerne mal nicht aufgeschlagen ist. Genau, das würde so in der Form halt gar nicht mehr stattfinden, weil es eben diese Sonntagsschule nicht gibt. Dafür haben wir aber heutzutage natürlich eine deutlich längere Schulpflicht insgesamt. Und dementsprechend, das war so der erste Punkt, wo ich gedacht habe, da wäre der Matthias eigentlich das erste Mal bei uns sozusagen aufgeschlagen, um eben dann zu Sozialstunden eingeteilt zu werden. Kann man da davon ausgehen, dass die Eltern da mit dahinter stehen? Ich frage jetzt deswegen, weil ich da jetzt bei der Therese Kneißl ein bisschen Bedenken hätte. Es war nämlich tatsächlich so, dass der Pfarrer Hieninger, der damals die Schule inne hatte, noch in Unterweigertshofen, der hat davon gesprochen, dass es für den Knaben besser wäre, er käme in eine Besserungsanstalt, dann würde noch Hoffnung bestehen. Das steht so im Klassenbogen drinnen. Und er schreibt dann auch so, sein Weg ist vorgezeichnet, eine Zuchthauspflanze steht damals schon in seinem Notenbogen drin. Da muss man halt eigentlich schon sehen, wenn man, dass das heute natürlich so in der Form gar nicht mehr stattfinden kann, weil es halt einfach andere soziale Institutionen gibt. Und das war damals die katholische Kirche. Und dann ist es halt schon bezeichnend, dass damals die von der katholischen Kirche der Pfarrer das ausgesprochen hat. Das wird es heute so auch nicht mehr geben. Das macht er als jugendgerecht. Ja? Mhm. Und das hat es damals in der Form auch nicht gegeben. Ja? Der Arrest ist eigentlich von den Nationalsozialisten eingeführt worden im Jugendstrafrecht. Und das ist modifiziert worden 1983, das Jugendstrafrecht. Und nochmal also vor 5 Jahren. Und von daher gesehen wäre es so nie passiert, also was jetzt den Kneißl angeht. Und anzunehmen ist ja auch das, weil seine Mutter ist ja auch straffällig geworden und war, während die in der Scharmühle gewohnt haben, da waren ja die, wie Sie schon gesagt haben, allein überlassen. Da wäre mit Sicherheit, würden die heute in Pflegefamilien zum Beispiel kommen oder so. Ja, hat es damals auch nicht gegeben, so wie es heute organisiert ist. Mhm. Ja. Und das sind ganz entscheidende Faktoren, einfach schlicht und ergreifend. Weil man eben die sozialen diese Institutionen, die man heute hat, wie Amtsgericht, Jugendgericht oder so Einrichtungen wie Sprint jetzt eben, die dann dafür also auch beauftragt werden vom Amtsgericht oder von der Staatsanwaltschaft, dass man sich um die Leute kümmert und schaut, dass die tatsächlich der Resozialisierungsgedanke, der im Strafrecht da ziemlich verstärkt wurde, erst Ende der 60er Jahre, mit der Großen Koalition damals und dann mit Willy Brandt etc., wäre das also so gar nicht passiert. Ja, das muss man einmal ganz festhalten. Mhm. Und natürlich ist dann eine hypothetische Frage, wie Sie sagt dann Frau Lang, was wäre wenn? Ich meine, da kann man natürlich jetzt drum fantasieren, sich vorstellen, aber auszugehen ist davon, dass mehrere Institutionen dafür verantwortlich gewesen wären. Das heißt also auch, mehrere Leute oder Menschen hätten also auch darüber entschieden. Und das war ja scheinbar ganz offensichtlich nur von dem Herrn Pfarrer, wo Sie erwähnt haben, war das so apodiktisch gesagt Zuchthauspflanze. Also der hätte es noch empfohlen. Also ja, und solche Dinge. Und ein bisschen weiß ich ja von dem Background auch. Und also das wäre so, würde das heute nicht mehr passieren. Vollkommen klar. Geht dann so ein Verein wie Sprint, gehen Sie dann auch in die Jugendvollzugsanstalten rein? Ich frage jetzt deswegen, weil er hätte ja die Chance gehabt, eben bei seinem Onkel in München zum Arbeiten anzufangen. Ich nehme mal an, dass man solche Gelegenheiten aufgreifen würde.
Also wir selber gehen nicht rein, weil es natürlich hier einfach im Landkreis keine entsprechende Vollzugsanstalt gibt, sondern das machen dann meistens Träger vor Ort. Aber es ist natürlich so, dass es heutzutage ja auch in der Jugendhaftanstalt natürlich üblich ist, dass die Jugendlichen dann auch eine Ausbildung machen, wie es ja damals durchaus da auch anscheinend möglich war. Natürlich das Haftübergangsmanagement, sage ich mal, ist heutzutage einfach ein bisschen anders gestaltet. Das heißt, egal ob im Jugendstrafvollzug oder im Erwachsenenstrafvollzug, gibt es Träger, die bereits in die Haft gehen, dort eben sozusagen diesen Übergang in die Freiheit gestalten, gucken, dass die Leute, wenn sie rauskommen, möglichst Wohnmöglichkeiten haben, eben Arbeitsperspektiven haben. Und das hat eben damals gefehlt, beziehungsweise die Familie hat es ja anscheinend versucht, indem sie eben da den Job beim Onkel, glaube ich, war es, oder, angeboten hätten. Aber dadurch, dass die Stadt München ja auch, so wie ich es bei Ihnen gesehen habe, wohl gesagt hatte, er darf gar nicht dort bleiben in München, weil er für 2 Jahre dann nach der Haft raus muss, hatte er die Möglichkeit dann ja gar nicht, diese Arbeit anzutreten. Ja, eben, er hat während der Haft eine Ausbildung gemacht. In Amberg war er da als Schreiner. Und das war damals wohl so ein Traum von vielen Gefangenen, dass sie nach Amerika auswandern. Und das war anscheinend sein Plan, sich Geld zu verdienen für diese Auswanderung. Also was da jetzt hypothetisch ist, was wie tradiert wird. Also man musste schon ein bisschen mit Vorsicht genießen. Aber er hatte, abgesehen davon, einer der Brüder von der Therese Kneißl war in Amerika. Von daher ist es nicht auszuschließen, dass es wirklich ernst gemeint hatte. Und er wollte sich dann eben als Schreiner Geld verdienen für diese Auswanderung und hat letztendlich in Nussdorf am Inn eine Gesellenstelle gefunden, und der Gendarm vor Ort hat sich halt wichtig gemacht und dann eben von dem Zuchthäusler, von der Vergangenheit gesprochen, und damit sind dann diese Vorurteile wieder aufgekommen. Und der Schreinermeister, der hat auch später noch im Prozess positiv für ihn ausgesagt, also der hätte ihn gern gehalten, aber das war in diesem gesellschaftlichen Umfeld einfach nicht mehr möglich, und von da an ist ihm eigentlich sein Ruf überall vorausgeeilt und er hat nirgendwo mehr dauerhaft Arbeit gefunden. Und damit, ich will jetzt nichts beschönigen, aber ich kann es irgendwie schon nachvollziehen, dass da irgendwo so ein Stück weit der Rückfall in die Kriminalität ein Stück weit vorgezeichnet war. Ich nehme mal an, das wird heute auch anders laufen. Genau, ich wollte gerade sagen, gewisse Dinge sind da heute nicht anders. Also zum einen ist es heutzutage nicht mehr Amerika, aber viele auch unserer Jugendlichen und Heranwachsenden, gerade wenn die dann schon die ersten Hafterfahrungen haben, haben immer noch so dieses Bild, wenn ich woanders hinziehe, dann wird alles besser. Dann fange ich mein Leben neu an und dann passieren diese Dinge, die passiert sind, quasi nicht mehr. Heutzutage ist es dann zum Teil Berlin. Berlin ist immer ganz quasi super. Oder Holland ist auch immer so ein ganz billig. Ich gehe dann nach Holland und dann ist alles gut. Aber diesen Traum haben immer noch einige unserer jungen Leute, dass wenn man woanders hingeht, dann ist die Vergangenheit vorbei. Zum anderen auch diese Vorurteile haben wir heutzutage natürlich auch. Wenn jetzt ein junger Mensch nach der Haft irgendwo eine Ausbildung anfängt und der Arbeitgeber oder da ansässige Leute natürlich mitbekommen, dass da schon mal eine Haft war, ist es immer noch schwierig. Also da sind diese Vorurteile sicher nicht mehr ganz so wie früher und man versucht es einfach mehr durch Unterstützungsangebote aufzufangen, aber das ist nicht komplett weg. Das muss man schon auch bedenken. Das ist natürlich der Auftrag, ein Sprint und von den Mitarbeitern hier. Wenn Jugendliche im Arrest sitzen oder sie sind in der Untersuchungshaft oder sind in der Vollzugsstrafe, dass die dann, also Vollzugsstrafe kurz ist eingeschränkt, dass man die dann besucht, das macht mir der Bewährungshelfer. Aber im Arrest und in der Untersuchungshaft, deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hier, die Jugendlichen und Heranwachsenden besuchen, ja, ist auch Auftrag. Ist auch ganz wichtig, weil man wieder dann bei der Verhandlung, wenn es eine Verhandlung gibt vor Gericht, muss man da auch eine Stellung nehmen, und das geht ja dann nur dann, wenn ich auch Kontakt habe zu dem Jugendlichen Heranwachsenden. Und der Arrest ist natürlich vollkommen anders ausgestaltet heutzutage. Wenn sie halt einen Dauerarrest haben, dann wird auch im Rahmen vom Dauerarrest, das ist auch neben Stadelheim in der Schwarzenbergstraße, werden also auch seitens der katholischen Jugendfürsorge, haben die so Antiaggressionskurse und sonstige Dinge, werden selbst innerhalb vom Arrest, werden die da durchgeführt. Ja. Und nur zur Informationen nochmal,
Es gibt hier zwei Jugendjustizvollzugsanstalten in Bayern, das ist in Neuburg und in Laufen, und in denen, die sind vorbildlich, vor allem auch Neuburg, und da kann man also auch bei längerjährigen Haftstrafen, kann man da also seine Ausbildung machen. Ja, also das ist, da ist einiges passiert auch in dem Jugendstrafvollzug. Und nur zur Ergänzung auch, das nochmal, es wird heute keiner, weil das beim Kneißl so offensichtlich war, oder damals also war die politische Gemengelage auch so, dass man die bis zum letzten Tag sitzen lässt. Ne? Das ist heute nicht so. Die werden, wenn es einen Tag vorher, werden die rausgeschmissen aus dem Knast. Ja, das hat den Hintergrund, weil dann steht nicht im Führungszeugnis drin vorbestraft, verstehen Sie? Ah, okay. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das zu wissen. Also wohlgemerkt Jugendrecht, Erwachsenenrecht vollkommen was anderes, da haben wir die 90-Tage-Sätze. Auch da geht es vorbestraft los. Aber im Jugendstrafrecht, da werden sie mit dem Arschtritt, sage ich mal, salopp gesagt, rausgeschossen, wenn Neuburg oder Laufen. Weil es auch die Fälle gibt, nein, ich bleibe bis zum letzten Tag hocken, die gibt es ja auch. Nein, die bleiben nicht bis zum letzten Tag, die werden dann rausgesetzt, weil dann haben die im Führungszeugnis nichts drin. Wie ist das eigentlich mit der Rückfallquote dann? Wir können sagen, 2/3 kein Problem. Das ist ja super. Also bei so wirklich Vollzugsstrafen. Man muss einem grundsätzlich noch eines sagen, auch, und das ist auch über Jahre hinweg, das kann man einfach schlicht und ergreifend auch feststellen. Also was Sprint angeht, da wird die Frau Adamait, kann du vielleicht auch mehr dazu sagen, aber das vom Background her kann ich aus meiner Berufserfahrung sagen, dass 80% Leute, die hierher kommen, das ist einfach Pipifax. Ja? Die kommen einmal her, kommen nie wieder. Dann haben sie von den restlichen 20%, da haben sie vielleicht 15%, die dann auch bei uns bei Betreuungsweisungen solche Dinge tun. Das ist eine Art Vorbewährung, ja, für einen Laien gesprochen. Und dann haben sie die restlichen 5%, das ist der harte Kern. Ja, das ist wirklich der harte Kern, der auch dann einmal in den Knast geht für längere Zeit oder so. Die wirklich eine sehr intensive Betreuung auch brauchen, aus unterschiedlichen Gründen. Weil der soziale Background sehr, sehr schlecht ist und so weiter. Die 5%. Also, man kann also auch in dem Fall nicht, man sagt immer gern, die Jugend, die gibt es ja sowieso nicht. Das wissen wir alle, wir waren auch mal jung. Und die Jugendlichen, die straffälligen Jugendlichen gibt es in dem Sinn auch nicht. Ja, das muss man sehr differenziert sehen. Und wenn man halt dann Herrn Kneißl einordnen wollte, oder will in dem Bereich, dann hätte ich erst einmal gesagt, mei, jetzt hat er halt einmal die ist er nicht in die Schule gegangen, mei, was weiß ich, das haben wir halt genauso. Und du kriegst eine Arbeitsauflage oder sonst irgendwas, dann fällt er über unter die 80%. Verstehen Sie? Was sich dann daraus entwickelt, weil man weiß auch, es gibt gute und schlechte Freunde, dass man sich dann in irgendein so ein Fahrwasser reinkommt und dann eigentlich gar nichts dafür kann, aber es heißt halt immer mitgehangen, mitgefangen. So war es ja beim Kneißl genauso. Ja? Wahrscheinlich die Frau Adamait auch bei den 80% gewesen. Ja? Also das, was einmal kommt, dann kommt nie wieder. Man macht seine Sozialstunden, hier die 16, 32 Stunden, das war's dann. Die kommen nicht mehr. Oder es gibt der Leute, die kriegen einfach einmal einen Freizeitarrest. Ich sage mal schlicht und ergreifend unpädagogisch, die kriegen einen auf den Deckel und das war's dann. Das war's wirklich dann. Das ist zwar nicht pädagogisch, aber die haben dann was gecheckt. Ja? Die gibt es auch. Ja? Aber das sind halt einfach Fakten. Mit denen muss man sich als Sozialarbeiter auseinandersetzen, und das macht man gar nicht so einfach, das ist auch klar. Ja? Weil Pädagogik und Strafe passt manchmal nicht zusammen, aber manchmal auch. Also nicht nur die Herdplatte, wo man drauf landet, sondern ja? Die heiße. Man kann es nicht sagen, aber wenn er natürlich so eine gewisse Berufsperspektive gehabt hätte, wäre die Möglichkeit sicherlich eher da gewesen, dass sich das nochmal anders entwickelt hätte nach dem ersten Haftaufenthalt. Das ist tatsächlich auch, ja, kann man sagen, Mittelpunkt unserer Arbeit und Fokus unserer Arbeit, dass wir versuchen, gemeinsam mit den jungen Menschen, die hier zu uns kommen, einfach eine Perspektive zu erarbeiten, um zu sagen, wie soll dein späteres Leben aussehen? Wir haben unter diesem harten Kern, von dem der Herr Fock vorhin gesprochen hat, die eben dann die Betreuung bekommen, auch meine Hafterfahrung haben. Viele, die mit der 7. Klasse die Schule quasi beendet haben, also die Schulpflicht erfüllt hatten, aufgrund von Verhalten keine Schulzeitverlängerung bekommen, also ohne Abschluss dastehen und im ersten Moment natürlich sagen, ich habe doch gar keine Chance, ich kann doch gar nichts erreichen in meinem Leben, was soll ich denn machen? Jeder Traumberuf, den ich vielleicht mir irgendwann mal vorgestellt habe, ist völlig außerhalb meiner Reichweite. Und das ist ein ganz wichtiger Ansatzpunkt, wo wir sagen, okay, wie kriegen wir denn den Schulabschluss für dich her? Wir haben ja auch selber eine ausbildungsvorbereitende Maßnahme draußen in Überacker, eben für junge Menschen, die einfach etwas Anlaufschwierigkeiten haben, sage ich mal.
und die dort eben ihren Quali nachholen können und dann in der Ausbildung vermittelt werden können. Und das ist bei vielen wirklich der Knackpunkt. In dem Moment, wo die sagen, jetzt habe ich meinen Abschluss und jetzt habe ich einen Ausbildungsvertrag, läuft es nicht bei allen. Es gibt natürlich auch die dann nochmal wieder rausfallen. Aber bei vielen ist das wirklich der Wechsel, wo man sagt, okay, jetzt klappt es. Also sobald eine Perspektive dann... Genau, sobald die einfach sagen, okay, jetzt kann ich was erreichen. Auch diese Selbstwahrnehmung, die man durch erfolgreiche Arbeit ja hat, die wir hoffentlich alle, wie wir hier sitzen, kennen, dass man einfach stolz ist auf das, was man tut, auf das, was man leistet, auf die eigene Arbeit, dann noch praktischerweise dafür bezahlt wird und davon seinen Lebensunterhalt generieren kann. Wenn die das eben anfangen zu erleben, ist das für viele so ein... Ja, kann man so ein bisschen sagen, ein Aha-Erlebnis, wo sie sagen, oh, okay, das ist was Gutes, das erfüllt mich, was ich da tue. War das ja damals eben auch kein Jugendstrafrecht, sondern er ist halt mit 16 Jahren strafmündig geworden und dann ja letztlich wie ein Erwachsener behandelt worden. Heute fängt die Strafmündigkeit schon mit 14 an, aber eben in diesem Zeitraum zwischen 14 und 21 sind wir eben, wie der Herr Fock auch schon gesagt hat, im Jugendstrafrecht, wo einfach der Erziehungsgedanke im Vordergrund steht, wo nicht im Vordergrund steht zu sagen, du hast eine Straftat begangen und wir bestrafen dich, sondern du hast eine Straftat begangen, warum ist das passiert und was können wir tun, damit sich die Situation, die dazu geführt hat, einfach verändert. Und da gehört eben dann auch Familiäres dazu und die Perspektive und ganz viele verschiedene Dinge. Was das Jugendstrafrecht angeht, Jugendgerichtsgesetz auch sagen, unter dem Nationalsozialismus ist der Arrest einmal ins Gesetz reingekommen. Also Betreuungsweisung, Vorbewährung, das heißt ein halbes Jahr oder ein Jahr, was Sprint auch hier macht, die Betreuungsweisungen betreut durch die Mitarbeiter hier. Ja? Also wo man halt einfach schaut, dass man in dem Leben was ändert, dass man schaut, dass der eine Ausbildung kommt, dass er notwendigerweise, wenn es ist, einfach eine Therapieeinrichtung sucht oder solche Dinge einfach. Ja. Mehr zum Beispiel der Herr Fock, muss man sagen, hat dieses Öko-Wochenende damals, ist der Vater des Öko-Wochenendes. Also statt Arrest. Genau, als Arrestvermeidung eben ein Wochenende, wo die jungen Menschen mit Betreuung in der Natur arbeiten und eben in einem Naturschutzgebiet einfach unterstützen. Und genau, da haben auch inzwischen einige Träger dieses Konzept in Teilen oder zum Ganzen übernommen. Und genauso lernen wir eben immer wieder von anderen Trägern, auch wenn die ein gutes Konzept haben und sich was Neues entwickelt. Wir entwickeln uns natürlich auch immer, wie Sie schon gesagt haben, zum Glück alle weiter. Wir haben zum Beispiel jetzt auch seit diesem Jahr ganz neu ein Projekt im Bereich Medien, also Internet, Kriminalität, Cybermobbing, weil das einfach jetzt natürlich ein Thema ist, was immer mehr auftaucht und immer intensiver wird, wo wir eigentlich ursprünglich gesagt haben und das Jugendamt dem dann auch zugestimmt hat, dass wir gesagt haben, da braucht es einfach eine speziellere Maßnahme, um den jungen Menschen eben klarzumachen, was steckt da dahinter, wie entsteht sowas und wie kann ich sowas eben auch vermeiden, was ist überhaupt illegal im Internet und was ist legal, solche Dinge. Wir haben das damals in München auch schon angefangen, in der Jugendgerichtshilfe mit dem Öko, das hat es glaube ich irgendwie anders geheißen, und richtig auf die Füße gestellt, hier so wie es in der Form wie Sprint auch durchführt, gibt es das nur hier. Weil Öko-Wochenende heißt natürlich auch kein Alkohol, kein Handy. Sie müssen damit rechnen, dass die Leute, wenn die Jugendlichen kommen, da wird einfach das gecheckt haben, die Drogen dabei haben, die sonst solche Dinge, verstehen Sie? Die Handys werden abgenommen. Das ist also keine lustige Veranstaltung. Ist ja oft so rübergekommen. Ja, anfangs. Ja, das müssen sie nicht in den Rest. Es ist ja schön, arbeiten und so. Das ist keinesfalls. Dass die jungen Leute quasi am Freitag, am späten Nachmittag, weil viele auch arbeiten oder in der Ausbildung sind, von uns abgeholt werden. Dann ist man im Haus für Jugendarbeit in Gelbenholzen. Oben machen wir das immer. Am Freitag gibt es dann zum einen natürlich so das Ankommen und die Regeln im Haus werden erklärt und zum anderen gibt es dann immer noch eine kleine pädagogische Einheit zum Thema eben wegen welcher Straftat sind die jungen Leute da, so ein bisschen einfach die Themen Respekt, Umgang mit Straffälligkeit, solche Sachen. Dann ist eben auch Übernachtung im Haus, also die sind dann bis Sonntag durchgehend auch da. Am Samstag ist ein relativ langer Arbeitseinsatz von 9 bis 17 Uhr.
Und dann abends auch nochmal so pädagogische gemeinsame Abendgestaltung, kann man sagen, im Haus. Und am Sonntag ist dann nochmal von 9 bis 14 Uhr der Arbeitseinsatz und dann natürlich am Nachmittag nochmal eine Reflexionsrunde, einfach auch um zu gucken, hat sich bei den jungen Leuten was getan, wie haben sie es empfunden, wie haben sie es wahrgenommen und dann gemeinsames Aufräumen, also auch dieses Selbstversorgen ist für uns ganz wichtig, dass die jungen Leute mit kochen, mit aufräumen, mit putzen. Viele kennen das auch gar nicht, dass man sich so gemeinsam an den Tisch setzt und zusammen quasi eine Mahlzeit isst und sich da einfach dann auch gemeinsam am Tisch unterhält und da gewisse Gesprächsregeln gelten und solche Dinge. Also eigentlich so das, was wir vielleicht alle sagen, ist doch normal, aber für unsere jungen Leute ist es eben oft gar nicht so üblich. Und genau, dann also ist Sonntagabend ist dann eben Abschluss und dann dürfen sie wieder nach Hause. Also dann geht es auch darum, Strukturen einzuüben. Genau, Strukturen einzuüben, einfach mal eine alternative Gestaltung. Also das ist auch tatsächlich immer ein ganz großes Thema bei den Öko-Wochenenden, dass die Jungs dann so Samstagabend oft da sitzen, ziemlich fertig, ja, sind von der Arbeit und so gemeinsam besprechen, wo wären sie jetzt, wenn sie nicht am Öko-Wochenende wären. Also was würden sie gerade machen, wer würde gerade wie vorglühen für die Party sozusagen. Okay. Und trotzdem, wir haben zum Beispiel dann auch für diese Abendfreizeit so Gesellschaftsspiele. Mensch, ärgere dich nicht. Jenga-Turm bauen, so ganz banale Dinge, sag ich mal. Und die sitzen dann schon oft irgendwie abends da und sagen, das ist ja eigentlich total nett, so wenn wir jetzt hier sitzen und so spielen. Erst ist natürlich immer so ein bisschen, na, mach mal nicht. Oder? Und wir Pädagogen sagen natürlich dann, jetzt kommt, jetzt stellt man mal so ein Spielbrett hin und so, boah, dann spiele ich halt alleine, so nach dem Motto, ihr könnt ja da sitzen und euch langweilen. Und dann kommen sie natürlich doch so nach dem Motto, naja, wenn ich nichts Besseres zu tun habe. Und es ist dann schon immer ganz nett und eben auch dieses gemeinsame Essen ist oft dann so, dass sie einem auch dann mal so im Einzelgespräch irgendwie sagen, ach, eigentlich fände ich das zu Hause auch irgendwie ganz nett, wenn man sich mal so zusammensetzen und gemeinsam essen würde. Natürlich, wir können nicht an so einem Wochenende den kompletten Charakter ändern oder das wäre Fantasterei, aber so gewisse Denkpunkte setzen und einfach zu sagen, man kann auch sich mal eben ein Wochenende ohne das Handy beschäftigen und man kommt anders vielleicht auch mal zum Nachdenken und man merkt einfach mal, es gibt auch noch andere Dinge als die, die ich so üblicherweise am Wochenende oder auch unter der Woche tue. Das machen wir mit dem Bund Naturschutz und dem Landesbund für Vogelschutz zusammen. Ohne die könnten wir es gar nicht machen, weil die haben eben im Landkreis Fürstenfeldbruck große Flächen, wo immer auch Arbeit ansteht. Und also man macht praktisch auch was für die Gesellschaft, kann man sagen. Ja. Es ist gemeinnützig. Man pflegt die Natur, wichtige Dinge werden gemacht, je nach Jahreszeit. Das ist ganz wichtig und da ist halt die fachliche Anleitung durch die zwei Fachverbände. Und das Schöne ist natürlich auch, also für die Jugendlichen, für uns, für das pädagogische Konzept, dass das schon auch körperlich schwere Arbeit ist, die da zu tun ist. Also zum einen sind es ja oft so Moorflächen, wo man gar nicht so gut laufen kann und dann muss man eben irgendwelche großen Hölzer raus oder irgendwelche Entbuschungsarbeiten oder so Streuwiesen rächen. Das ist uns schon auch ganz wichtig, dass die am Ende des Tages merken, was sie getan haben und es auch sehen können. Das ist wirklich schön dann auch zu sehen, wie die am Ende des Tages vor diesem Stapel stehen und sagen, boah, das haben alles wir gemacht. Ja, das habt alles ihr gemacht. Und das merken sie ja auch dann in den Armen, in den Beinen. Das tut alles so ein bisschen weh. Aber das ist so diese Arbeitszufriedenheit. Auf Corona-Pandemie hat uns natürlich auch einiges abverlangt. Das muss man einfach so sagen, auch wenn man es inzwischen eigentlich immer schon fast zu oft gehört hat. Aber es ist auch an uns nicht vorbeigegangen. Wir haben es tatsächlich geschafft, nur ganz kurz im ersten Lockdown mal 2-3 Wochen zu haben, wo wir eigentlich gar keinen Kundenkontakt oder nur über Telefon hatten. Und danach haben wir mit gutem Hygienekonzept und allem drum und dran es wirklich geschafft, dann die Leute auch wieder im persönlichen Kontakt zu betreuen, weil wir auch festgestellt haben, es geht einfach nicht anders. Das Öko-Wochenende zum Beispiel, wo wir gerade drüber gesprochen haben, da hatten wir lange jetzt die Probleme, dass einfach die Übernachtungsmöglichkeiten nicht zur Verfügung standen und wir es deshalb gar nicht anbieten konnten oder in veränderter Form, genauso beim sozialen Trainingskurs, was einfach ja eine Gruppenmaßnahme ist, war es zum Teil sehr schwierig, weil keine Gruppenmaßnahmen möglich waren. Faszinierend, was Sie so erzählt haben, wie man heute mit diesen etwas schwierigen Jugendlichen umgeht.
Es ist doch beruhigend zu wissen, dass sich da einiges getan hat. Dem Matthias Kneißl und auch seinem Bruder hätte ich gewünscht, dass es sowas schon viel früher gegeben hätte, aber Geschichte lässt sich nicht zurückdrehen. Und ja, dann schauen wir nach vorn und hoffen, dass es in dem positiven Sinn so weitergeht. Ja, ich hätte ihn gern betreut. Also so, ja. Was ich jetzt, ich hätte den Matthias gerne, hast ihn gern betreut. Ich hätte ihn gerne in der Betreuung gehabt, jetzt, wo ich ihn kennengelernt habe. Eine Frau hätte ihn betreut, das ist ja. Ja, ja, er war gut, die Mädchen, der die sind auf ihn gestanden. Aber der war ein guter Tänzer, genau, war ein guter Musikant. Also, ja, ich weiß es. Er war sehr begehrt auf dem Tanzboden. Also ich hätte ihm einen Mann gegeben, also keine Frau. Warum jetzt? Ja, genau, war das Ding. So. Er wäre vielleicht mit der Betreuerin zum Tanzen gegangen. Ja, das kann ja auch. Und ein Musikinstrument hat er gleich mehr gespielt, oder? Ja.